Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. So lautet der Wochenspruch aus dem 66. Psalm, der diesem Sonntag auch seinen Namen gibt. Rogate, betet, füreinander zu beten, in christlicher Nächstenliebe die Menschen um einen herum auch im Gebet in den Blick zu nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der christlichen Gemeinschaft und des christlichen Miteinanders. Füreinander zu beten bedeutet nämlich, Gott einen Platz im Leben und in der Gemeinschaft zu geben. Im Gebet sind wir untereinander, aber eben auch mit Gott verbunden. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Videoandacht, die wir feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Gott, himmlischer Vater, du willst, dass unser Leben gelingt und dass wir unser Miteinander in christlicher Nächstenliebe gestalten. Von dir kommt alles, was gut und vollkommen ist, und darum bitten wir dich. Hilf uns, immer wieder neu zu erkennen, was gut und was richtig für uns und vor allen Dingen auch für andere ist. Und gib uns die Kraft, den Mut und die Entschlossenheit, auch so zu leben und etwas von deiner Liebe in unserer Welt sichtbar werden zu lassen. Das bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Rogate, der Name des heutigen Sonntags. Betet. Ich erinnere mich noch an das erste Gebet, das ich als Kind gelernt habe. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bettchen sein. Und weiter heißt es, hab ich Unrecht heut getan, so sieh's lieber Gott nicht an. Denn deine Gnade, Jesu Blut, macht ja allen Schaden gut. Das mit der Gnade und mit dem Blut Jesu, das habe ich als Kind nicht verstanden. Und trotzdem haben diese Worte, hat dieses Gebet in mir immer ein Gefühl von Geborgenheit ausgelöst. Und es geht mir noch heute so, wenn ich diese Worte spreche und mich als Kind im Bett liegend sehe, wie ich vor dem Schlafengehen dieses Gebet spreche. Für mich geht vom Gebet eine Kraft aus, die tatsächlich etwas verändern kann, die einen Unterschied macht. Und davon war ganz bestimmt auch der Verfasser des Kolosserbriefes überzeugt. Er schreibt an seine Gemeinde: Hört nicht auf zu beten. Bleibt stets wachsam und voller Dankbarkeit. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für sein Wort öffnet. Mit ihm verkündigen wir das Geheimnis, dass Christus bei euch gegenwärtig ist. Begegnet den Außenstehenden mit Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit. Also, wenn jemand davon überzeugt ist, dass vom Gebet eine Kraft und eine Wirkung ausgeht, dann wohl der Verfasser des Kolosserbriefes. Ganz zu Beginn, da schreibt er, hört nicht auf zu beten. Es klingt so, als wolle er damit den Menschen in der Gemeinde Mut machen, dran zu bleiben. So, als wolle er sagen, ihr werdet schon sehen, dass eure Gebete nicht ins Leere laufen. Habt Vertrauen. Ich denke, so kann tatsächlich nur jemand reden, der fest im Glauben steht und der sich über seine eigene Beziehung zu Gott bewusst ist. Denn zu beten bedeutet auch immer, in Beziehung mit Gott zu sein. Wo im Gebet nicht wenigstens der Wunsch nach
einer Nähe zu Gott besteht, da wird aus dem Gebet schnell die Aneinanderreihung leerer Worte. Wer aufrichtig betet, spricht mit Gott und lädt ihn ein, zu sich ins Leben zu kommen. Beten bedeutet, mit Gott zu reden und mit ihm in Verbindung zu sein. Wenn ich mit anderen Menschen gemeinsam bete, dann spüre ich aber auch eine tiefe Verbundenheit untereinander. Besonders wenn wir gemeinsam das Vaterunser beten. Selbst wenn ich es gemeinsam mit Menschen spreche, die ich nicht kenne, habe ich in diesem Moment das Gefühl, mit ihnen verbunden zu sein. Und das funktioniert sogar über sprachliche Grenzen hinweg. Ganz egal, ob Sie Spanisch, Englisch, Französisch oder Italienisch sprechen oder verstehen können oder eben auch nicht. Sie werden es auch in diesen Sprachen immer erkennen, wenn die Menschen das Vaterunser beten. Im Gebet steckt also eine große Kraft, denn es schafft eine Verbindung, das Gebet, von uns zu Gott, von Gott zu uns, und es vermag Menschen auf der ganzen Welt auf wundersame Weise miteinander zu verbinden, weil wir im Gebet durch unseren gemeinsamen Glauben an Jesus Christus zusammengehören. Und deshalb ist die ermutigende Aufforderung aus dem Kolosserbrief so wichtig für uns, gerade in dieser Zeit. Hört nicht auf zu beten. Bleibt durch das Gebet verbunden, untereinander und mit Gott. Und traut dem Gebet zu, dass es etwas in eurem Leben bewirken kann. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Teilnehmen möchte, der muss sich aus organisatorischen Gründen bitte bei uns anmelden. Das könnt ihr tun im Pfarrbüro zu den gewohnten Öffnungszeiten. Die Kontaktdaten, die findet ihr auf unserer Homepage. Wir freuen uns, wenn ihr euch auf den Weg macht. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Gott, du bist unser Hirte. Du bist uns nah, auch in dunklen Stunden, auch dann, wenn wir dich nicht sehen können, wenn wir dich
und deine Gegenwart am wenigsten in unserem Leben vermuten. Du tröstest uns. Wir danken dir, dass du für uns sorgst und dass du für uns da bist. Und deshalb bitten wir dich, gehe denen nach, die meinen, es alleine schaffen zu können, ohne dich. Die glauben, dass sie den Weg auch ohne dich kennen. Hilf ihnen auch auf ihrem Weg. Sei ihr Licht, damit sie erfahren, dass du ihr Hirte bist und bleibst, auch dann, wenn sie vom Wege abschweifen. Gott, wir bitten dich, nimm dich der jungen Menschen an. Hilf ihnen, auf die Beine zu kommen, wenn sie gestrauchelt sind. Hilf ihnen, Vertrauen zu entwickeln und führe ihnen Menschen zu, die dieses Vertrauen verdienen. Lass uns selbst für sie eine Hilfe und eine Stütze sein. Gott, wir bitten dich für die Menschen, die hungern müssen in dieser Welt. Öffne den Reichen die Augen, fülle ihre Hände für die, die Hilfe benötigen und zeige uns Wege zu größerer Gerechtigkeit und zu wahrem Frieden. Gott, und wir bitten dich für die Kranken und für die Schwachen, hier in unserer Gemeinde und anderswo. Sei du bei ihnen und lass sie erfahren, dass du sie trägst. Gott, wir danken dir, dass wir all das, was uns in unseren Herzen bewegt, in die Worte legen können, die wir von deinem Sohn Jesus Christus haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht mit dem Frieden und dem Segen Gottes in die Tage, die vor euch liegen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.